Ja, was ist hier zu tun? Der Hauptnenner ist xy. Wir können also Zähler und Nenner sofort mit xy multiplizieren. Wenn ich den ersten Term mit xy multipliziere, habe ich oben ein x² und das y ist weg. Wenn ich den zweiten Term mit xy multipliziere, ist das x weg und das y steht oben. Jetzt wird wieder der erste Term 2x mit xy multipliziert. Das x ist weg und 2y steht oben. Und jetzt ist das y weg und zx steht oben. Kann man damit noch was machen? Ich denke fast nicht. Ausklammern sehe ich nicht. Und ansonsten sehe ich da auch nichts. Gerade nochmal gucken, ob er richtig abgeschrieben ist. Z und 2 sind nicht etwa dieselben Zahlen. Ich gucke nochmal, da kann man sich ziemlich leicht beim Abschreiben vertun. Sieht so aus, als habe ich mich nicht vertan beim Abschreiben. Ja, was fällt auf? Erstmal, wenn ich mir den Originalausdruck angucke, dann ist er natürlich erstmal x, y und z sind Elemente. Und dann sehe ich, dass x und y müssen ungleich 0 sein. Das sehen wir am Anfang. Ja, und dann muss das 2y noch ungleich xz sein, sonst haben wir wieder eine 0 im Nenner. Ja, ich denke, sonst ist zu der Aufgabe nicht mehr viel zu sagen.